John, ich habe den Bürgermeister gesehen. Er sah ziemlich vergnügt aus. Das können wir uns aus dreien nicht behaupten. Denn wir müssen an die Oberfläche. Aber dort oben ist es so schön. Blauer Himmel, so weit das Auge reicht. Und es ist so grün, so viel grün. Papalapap. Du redest von der Weißwalbucht. Weißwalbucht? Der Zug wird den Tunnel bald verlassen. Bitte bereiten Sie sich auf die Luftdruckveränderung vor. Luftdruck? Was ist Luftdruck? Wow! Was ist das? Signo, das ist der Himmel. Jasper, das ist der Himmel. Kapitel 2 Waldspaziergang. Was ist los? Es ist so hell. Sam? Jasper? Oh, hallo Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eSport. Mein Name ist John und wir wurden in der letzten Folge von unserem gemütlichen Zuhause unter der Erde verjagt. Mit dem Charon mussten wir davon. Aber wir waren ja clever, wir haben die Zuggleisen umgestellt und jetzt sind wir auf dem Weg in die Freiheit. Schauen wir mal. Hey Sam. Unfassbar! Fantastisch! Hey, Jasper. Ich muss wirklich zugeben. Ich hätte nie gedacht, dass das Land der Toten so atemberaubend ist. Nächster Halt, Weißwalbucht. Weißwalbucht, ja? Oh, ich wusste es. Wir sind endgültig erledigt. Ein bisschen mehr Optimismus, mein Lieber. Ein bisschen mehr Optimismus. Oh, lebt der Bock? Nein. Der lebt noch, der Wal? Nein, das ist irgendwas anderes. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der noch lebt, hä? Gekennzeichnet fürs Leben oder was? Mit der 5? Oder ist das Station 5? Ich weiß es nicht. Dieses breite Grinsen. Das ist ja gigantisch! Das muss die Stadt sein. John, beeil dich! Ja, Jasper. Hilfe! Zu Hilfe! Diese giftige Luft, die garstige Sonne. Ich sterbe, ich weiß es. Was redest du da? Guck uns doch an, es geht uns bestens. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Die Oberfläche ist verwüstet. Dort gibt es kein Leben mehr. Okay. Möchtest du noch ein bisschen Mitleid? Ich tue keinen Schritt. Nichts, bis ich endlich jemanden finde, der mich versteht. Okay, dann bleib du halt hier. Wir schauen uns hier eine Weile um. Oha! Okay. Die Ansicht sieht ja auch ein bisschen sehr, sehr cool aus. Halt, hier ist ein Schild. Na, dann fahren wir mal mit dem Aufzug runter, hä? Oh, und hier ist wieder dunkel. War ja klar. Gebirgspass, okay. Was haben wir hier? Eine Bushaltestelle. Sieht zumindest danach aus. Ein Kühlschrank. Auf
dem Gipfel des Bergs ist ein riesiger Wal. Der Legende nach ist es ein Monster, das Erinnerungen verschlingt. Deine Erinnerungen speichern? Ja. Fütter den Wal. John? Schau mal, da ist jemand. Sie sieht aus wie eine Beth. Eine ziemlich entspannte Beth. Hier ist irgendwo ein verstecktes Item. Ach, da unten im Wald, ich sehe es. Hier. Salz gefunden. Salz ist wahrscheinlich die Währung hier im Spiel. Ich bin im Tal und hier ist wieder ein Fußball. Boah, bam, bam. Boah. Was kann man mit den Fußbällen machen? Nein, ich bin zurückgegangen. Schön. Schön, es sieht richtig schön aus hier. Huch, sie ist weg. Wieso ist sie jetzt weg? Hallo? Junges Fräulein, hallo! Wo sind Sie? John? Ach, der Hund heißt John! Hast du Hunger? Junge, lass uns was essen, hm? Wer bist du? Ich bin Sam. Und das ist John. Wir kommen von der Schmortopfinsel. Schmortopfinsel? Ah, verstehe. Ihr kommt von außerhalb. Ich muss dem Bürgermeister sagen, dass wir Besuch haben. Nein, auf keinen Fall. Der Bürgermeister wird uns einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Ach je. Macht euch keine Sorgen. Der Bürgermeister hier ist wirklich nett. Und sehr warmherzig. Ich heiße Uwe. Ihr solltet im Dorf vorbeischauen. Dort wären alle total überrascht, euch zu sehen. Kommt schon, lass uns gehen. Oh, ich meine, ich wollte nur... Ich habe mit John geredet. Ich meine, der Hund. Ich habe mit dem Hund geredet, der heißt auch John. Nicht mit dir, John. Mir ist klar, dass du kein Hund bist. Ach, vergiss es. Ich halte jetzt besser die Klappe. Ich warte beim Holzball auf dich. Beim Holzball? Okay. Was haben wir hier? Da ist ein Dorf. John, guck mal, da ist ein Dorf. Ihr habt es geschafft. Komm, ihr zwei. War jetzt auch nicht so wild, hierher zu kommen. Da liegt was. Wie komme ich da hin? Naschu, damit füllst du Munition und Bomben sofort wieder auf. Bomben-Upgrade. Ein Upgrade für Bomben. Bombenkisten-Erweiterung. Na, das machen wir doch. Bomben verbessert. Schön. Jetzt nochmal Bombenkisten, hä? Ach, kann ich gar nicht. Mir fehlen die Teile dafür. Oh, verdammt. Verdammt. Aber Munitionsvorrat. Ich habe echt mieses Gefühl, dass ich irgendwo was liegen lassen habe.
Zuhörer. Hallihallo, willkommen in Grünberg. Hm? Der Bürgermeister wartet schon auf euch, vor dem Holzwahl. Okay, danke dafür. Ach, guck mal, jetzt können wir endlich mal unsere Marken benutzen. Ach, der wird sich sehr freuen. Und es ist Kulleraugenfledermaus. Der allererste Pixball, ursprünglich ein Prototyp für ein Kinderspielzeug. Die Fledermaus war derart beliebt, dass sie ins Spiel aufgenommen wurde. Zweiter Preis. Immerhin besser wie der dritte. Ein ebenso launisches wie leckeres Schwein. Das Wildschwein. Die Preise sind in letzter Zeit ganz schön gestiegen. Vielleicht sollte ich mit dem Zug abhauen. Fragt sich nur, wohin? Nöp. Okay, nochmal ein cooler Auge. Ich habe mich gerade gefragt, ob man das Zeug auch doppelt bekommen kann, aber leider ja. Schleim. Du willst lieber nicht wissen, was dieser Bursche alles gefressen hat. Ich habe alle Chips in der Werkstatt aufgebraucht, also kann ich endlich eine Pause machen und an Earthbound arbeiten. Ich hätte gern noch meinen zweiten Preis. Oh, das war knapp. Münze fast daneben geschmissen. Und jetzt ist es ein Pilz. Der Legende nach kannst du solche Kreaturen im Land des Windes finden. Es schneit jetzt. Es schneit sogar im Sommer. Ob das eine Auswirkung des Miasma ist? Na ja, gut. Hier tropft es etwas. Hallöchen. Captain Strupplippe. Seht her, alles frisch, direkt vom Feld. Was hast du denn? Rucksackerweiterung. Cool, die nehmen wir gleich mit. Jawollo. Rucksackerweiterung. Gefällt mir. Seht her. Achso, hat man ja gerade. So, was hast du denn noch so feines? Eisbein. Ein grandioser Festschmaus. Wenn John zu viel davon trinkt, fängt er an zu müffeln. Okay. Das sind alles Zutaten, wa? Sehe ich irgendwo? Ah, guck mal hier. Kürbis. Nicht vorrätig. Dann stocken wir doch mal unsere Taschen auf. Milch. Dampfpfefferkorn habe ich. Und was ist das? Lavakandis, Gewürz. Versüße dein Leben. Na dann her damit. Was wir haben, das haben wir. Oh, und hier kann ich kochen. Okay, dann gucken wir mal. Dampfpfefferkorn. Probieren wir mal einen Schinken. Ein Ei. Und ein Dampfpfefferkorn. Achso, okay. Und Kartoffeln. Mit dem Kochen beginnen. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Wenn ich mir das überlege, ich glaube, da kann man doch das Ganze perfektionieren irgendwie. Bada boom. Fleisch. Tongzi. Sam liebt die Variante mit Eigelb und Fleisch. Cool. Na fein. Hoch komme ich nicht. Ausruhen kann ich auch nicht. Gut.
Was für ein komisches Gesicht. Oha, ein Fremder, ja? Hast du Uwa gesehen? Sie ist der Stolz und die Freude dieses Dorfes. Was ist das? Das sind Mäusepuffer. Okay, sie sehen ein bisschen komisch aus, aber sie sind echt lecker. Oh, ihr seid die Fremden, von denen Uwa gesprochen hat, oder? Na, Fremde? Wow, lass mal sehen. Jetzt hör mir mal zu, Junge. Wenn du unsere kleine Uwa auch nur anfasst, dann sorg ich dafür, dass du wochenlang nicht mehr gerade sitzen kannst. Kapiert? Du kannst dir die Drohung sparen, Miller. Wenn du mich fragst, hättest du gegen diesen Kerl keine Chance. Sag das nochmal, du Dumpfbacke. Komm schon, schieß los. Dann zeige ich dir, was eine echte Drohung ist. Mach dir keine Sorgen um unseren Raufbold hier. Er hat eine raue Zunge, aber ein weiches Herz. Und er ist Uwas Bruder. Denkst du, ich kann nicht für mich alleine sprechen, du Dummschwätzer? Ha! Ich gebe diesem Kerl die Chance, sich zu beweisen. Komm später zum Flugferkel. Zur Flugferkelfarm. Sie liegt im Osten des Tals. Dann werden wir ja sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Okay, ich glaube, wir haben eine kleine Mission bekommen. Eine kleine Zeit. Oh, ja. Warte, wir reden gleich mit allen Leuten. Ich kann hier erstmal übers Feld stiefeln. Und zack. Wieder 3 Marken. Jetzt komme ich hier rein, ne? Nein. Schade. Schade. So, wer bist du? Ingrid. Oh je, es ist ja Jahre her, dass Fremde hier waren. Kommt ihr von der anderen Seite des Bergs? Ja, Tatsache, da kommen wir her. Oh, was für ein Anblick für meine alten Augen. Diese vielen Muskeln. Hohoho. Wenn ich doch nur 20 Jahre jünger wäre. Es ist soweit. Oh, es ist soweit. Die Ernte beginnt. Was redest du da, Ma? Ja, die Ernte geht doch erst übermorgen los. Hör einfach nicht auf sie, ja? Die Arme wird immer älter. Kann nicht mal mehr ein Gras und ein Windhund unterscheiden. Ach, eine Gans, nicht ein Gras. Ach, ey. So, da oben geht's dann raus. Glaube ich zumindest. Wieder etwas Salz. Ah, echt schön. Das ist das erste Dorf. Komm, Sam. Wes? Herr Bürgermeister! Oh, wenn das nicht Uwa ist. Du siehst wie immer umwerfend aus, wenn ich das sagen darf. Wes, ich wollte dir eigentlich jemanden vorstellen. Das ist John. Und diese junge Dame hier ist Sam. John? Habe ich John nicht erst heute Morgen gesehen? Wo ist der kleine Racker? Das ist John der Mensch, Wes. Hä? Oh, jetzt wo du es sagst, das scheinen ganz neue Gesichter zu sein. Wäre es okay, wenn sie eine Weile in der alten Hütte unterkommen?
Was meinst du, Junge? Ist Uwe nicht bildhübsch? Sie ist der ganze Stolz dieses Dorfes. Was? Die Freuden der Jugend. Tut mir leid, der Bürgermeister, manchmal gehen einfach die Pferde mit ihm durch. Östlich des Tals gibt's eine kleine Hütte. Dort könnt ihr euch gern ein wenig ausruhen. Wenn ihr irgendwas braucht, fragt einfach. Gehen wir. Mach's gut, John. Cool, cool, cool. Hey, John. Mein Guter, was geht? So süß. Was haben wir hier? Nicht. Kann ich hier rein? Ja, ich kann hier rein. Hallo, hier sind ja noch mehr Menschen. Danke für das Salz. Oh, eine Werkbank. Oh. Hätte ich ja Lust auf ein kleines Upgrade, wa? Von unserer Bratpfanne zum Beispiel. Morgen Abend gibt's ein großes Fest. Eine Mordsparty. Das ganze Dorf kommt zusammen und feiert die Ernte. Du kannst deine Vorfreude kaum verbergen, was? Oma auch nicht. Frau Müller, du musst der Neue sein, über den ja alle reden. Und wenn wir hier... Und wen haben wir hier? Die süßeste kleine Dame, die ich je gesehen habe. Die Suppe? Hoho, eine Spezialität für den Gott des Berges. Übermorgen wird geerntet. Okay, cool. Okay, Sam, ich würde sagen, das war ein anstrengender Tag. Wir gehen uns erstmal ausruhen. Und uns wurde ja eine Hütte zur Verfügung gestellt. Ich glaube, die hier. Betreten? Ja. Ist das unsere Hütte? Das sieht gut aus. Uwas Haus. Ach, Uwas Haus. Nee, das ist nicht unseres. Doch, wir können uns aber hier ausruhen. Können wir auch in die Wanne? Hier ist eine Toilette. Sam, wir haben alles. Komm, wir ruhen uns aus. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt schon questrelevant war. Nee, ich glaube nicht. Habe ich eine Karte? Ja, ich habe eine Karte. Ach, da unten muss ich hin. Da muss ich ja wieder raus. Ach so. Na gut. Echt? Eine Bar? Und dort bist du aufgetreten? Nicht dein Ernst. Warum sollte ich denn lügen? Ich bin dort ziemlich bekannt, nur damit du es weißt. Das ist so exquisit. Hallo Jasper. John, was heißt denn exquisit? Ja, also... Wer ist denn das? Das sind keine Freunde von dir, oder? Das sind nur... Die sind ja so oldschool. Redet ihr mal nicht so schnell. Ich will das selber wegdrücken. Sie würden echt gut hierher passen. Ignorieren wir sie. Erzähl mir mehr über die Bar. Ich habe schon einige Sachen gehört. Zum Beispiel, dass viele Gäste dort nichts anhaben. Ach Gott, okay. Gut, sollen sie mal machen. Ihr macht das, wa? Oder können wir nochmal reden? Ich würde alles geben, um das mal zu erleben. Die grellen Lichter, die Farben, das muss echt abgefahren sein. Unglaublich, dass ich hier jemanden kennengelernt habe an der Oberfläche. Und nicht nur das, sie ist auch noch ein echter Engel, der mich versteht. Ah, das ist ja schön für dich. Bist du wenigstens nicht so allein. So, Richtung Osten sollen wir. Das wäre ja dann... eigentlich da oben. Aber wie komme ich hier denn jetzt nach rechts? Hä? Da bin ich zu blöd?
Okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung. Entschuldigung. Erst mal wieder hier hoch. So, und dann können wir hier rechts. Das ist unsere alte Hütte. Da hängt ein Fahrrad im Baum. Okay. Wildschweinzaun. Oder Wildschweinschranke, besser gesagt. Wow. Da, John, guck mal, ein Bett. Oh. Wir haben schon lange nicht mehr in einem richtigen Bett geschlafen. Und sieh dir diesen riesen Topf an. Damit kann man bestimmt super leckere Sachen kochen. John, John, hier drüben. Da kann man rausgucken. Wow, das nennt man Fenster. Das sind Bäume. Wie viele das sind. Ich frage mich, ob man Grünberg von hier aus sehen kann. Ah, da ist es ja. Und John köchelt. Hey, da ist Uwe. John, John, guck mal, da ist Uwe. Uwe? Hoho, John ist echt gnadenlos, wenn es ums Kopfnüsse geht. Der Wal hier, er ist anders. Ach, der Wald hier. Der Wal, Quatsch. Geht am besten nicht so weit hinein. Oh, hallo. John! Komm schon, gehen wir zum Flug. Flugferkelform. Miller redet ständig davon, dass die Farm dringend Helfer braucht. Vielleicht seid ihr zwei genau die Richtigen. Los, John, gehen wir. Okay. Bevor ich es vergesse, schaut doch auf dem Rückweg im Dorf vorbei. Ich koche euch beiden etwas Leckeres zum Essen. Komm schon, John. Lass uns schnell machen, damit wir endlich was essen können. Aber, ich habe auch gerade gekocht. Zumindest stand ich da am Topf. Aber nun gut. Meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.